Herzlich willkommen bei diesem Video zum Thema richtiges Zitieren und Erstellen von Literaturverzeichnissen. Dieses Video ist ein Teil einer Reihe von Videos und Unterlagen, die ich im Internet zur Verfügung gestellt habe, die helfen sollen, solche wissenschaftlichen Arbeiten zu erstellen. Dieses Video beruht auf einer Präsentation, die man herunterladen kann unter www.vba.wlernen.at oder auch www.fba.wlernen.at. Also hier kann man dieses Video herunterladen. Fangen wir gleich an mit der ersten Folie und stellen wir uns die Frage, warum überhaupt zitieren sollte. Und dieses und dazu passt recht gut ein Zitat meiner Ansicht nach von Isaac Newton, einem bekannten Wissenschaftler, Physiker. Und er meinte, wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Das heißt, wenn du eine Arbeit schreibst, dann wirst du auch Wissen einbeziehen, das andere schon erarbeitet haben, also wo Menschen etwas herausgefunden haben. Und wenn man dann sich auf Wissen bezieht, das andere eben herausgefunden haben, dann muss man zitieren. Und das bedeutet, dass man hier angeben muss, woher man diese einzelnen Teile, dieses einzelne Wissen, das ich in meine Arbeit aufnehmen möchte, wo ich das her habe. Und da gibt es eben ein paar Regeln zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Arbeit schreiben, ohne Wissen von anderen aufzunehmen, dann wäre das auch nicht sehr gescheit. Denn es würde ja bedeuten, dass du auf das verzichten würdest, was Leute über lange Zeit hinweg herausgefunden haben. Deswegen ist es wichtig, eben auch zu wissen, wie man richtig zitiert. Wenn man sich fragt, wie man richtig zitiert, muss man auch damit die Frage in Verbindung bringen, was sind denn Plagiate? Also wenn der Inhalt aus Medien, wie Büchern, Zeitschriften, Webseiten, Videos, Podcasts und so weiter in deine Arbeit aufnimmst, musst du, wie wir gerade gesagt haben, den Ursprung dieser Texte zum Beispiel angeben. Wenn du das nicht machst, dann handelt es sich um ein Plagiat. Das heißt, du hast letztlich etwas gestohlen und du bist der Dieb geistigen Eigentums, weil du nicht angibst, woher du dieses Wissen hast. Ein Beispiel für ein Plagiat wäre jetzt, wenn man etwas abschreiben würde, das in die eigene Arbeit einbauen würde und nicht angeben würde, woher man das hat. Ich habe hier jetzt einmal ein praktisches Beispiel ausprobiert. Es könnte sein, dass jemand zum Beispiel in seiner Arbeit hier den folgenden Satz aufnimmt. Man kann annehmen, dass sich die so zitierten, geschmeichelt fühlten, ihre Werke so beliebt zu wissen, zumindest bekanntere Komponisten mit gesichertem Status. Das ist eine vielleicht anspruchsvolle Formulierung. Wenn man diese Formulierung dann nimmt oder auch nur Teile daraus nimmt, dann bei einer Suchmaschine wie zum Beispiel Google eingibt, dann kommt man relativ rasch drauf, wo, von welcher Webseite dieses Wissen entnommen wurde. Das heißt, es würde sich anbieten, wenn jemand eine Arbeit schreibt, dann bestimmte schwierigere Satzteile vielleicht dann herauszunehmen, in eine Suchmaschine einzugeben und dann kommt man relativ rasch drauf, ob es sich bei bestimmten Teilen einer Arbeit um Plagiate handelt. Also ob jemand zum Beispiel etwas einfach nur abgeschrieben hat. Und das solltest du immer bedenken, wenn du eine Arbeit schreibst, vermeide Plagiate zu verwenden. Abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich sehr unschön ist und dass man es nicht machen sollte, es gibt immer bessere Software und immer bessere Möglichkeiten, um dir dann auf die Schliche zu kommen. Das heißt, es ist ja dringend empfohlen, zu zitieren. Und um stärker klarzustellen, um sicherzustellen, dass auch jemand dann tatsächlich eine Arbeit dann selber erstellt hat, kann es sein, dass man eine eidesstattliche Erklärung verlangt, die am Ende einer Arbeit zum Beispiel eingefügt wird oder auch zum Beispiel nach dem Inhaltsverzeichnis. Und die würde dann so lauten, eidesstattliche Erklärung, ich erkläre an Eidesstatt, dass ich die vorliegende vorwissenschaftliche Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Dann kommt der eigene Name und dann die eigene Unterschrift. Und das ist hier ein Auszug aus einer Erklärung der Österreichischen Berufsbildenden Schule, der BHS. Und da muss man das zum Beispiel in die Arbeit, wenn man sie dort dann schreibt, dort wird das eben nicht vorwissenschaftliche Arbeit genannt, sondern Diplomarbeit, da muss man das dann einfügen, um eben sicherzustellen, dass Arbeiten wirklich selbstständig erstellt wurden. Ja, jetzt geht es darum, wie zitiert man richtig. Und beim Zitieren muss man darauf aufpassen, dass man eben nicht davon ausgeht, es wäre
im Prinzip im gesamten deutschsprachigen Raum oder auf der Welt gäbe es die einzige Art und Weise, wie man zitieren könnte. Es gibt teilweise von Universitäten zu Universitäten andere Vorstellungen, von Schule zu Schule, was die vorwissenschaftliche Arbeit betrifft. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen zwischen den einzelnen Staaten. Hier, bei meiner Art und Weise, wie ich jetzt hier zitiere, orientiere ich mich jetzt hier an den Unterlagen des österreichischen Bildungsministeriums, des BMUKK. Und da gibt es entsprechende Unterlagen, die man dann abrufen kann. Und das wäre hier zum Beispiel die Adresse für die AHS und hier unten dann die Adresse für die BHS. Also hier findet man noch weiterführende Vorschläge. Aber es gibt auch gewisse Unterschiede, die man sich dann im Detail anschauen muss. Es gibt zwei Arten von Zitaten. Eine Art von Zitat bedeutet letztlich, dass man wörtlich zitiert. Also man nimmt eins zu eins etwas, was man gelesen hat und möchte das in die eigene Arbeit einfügen. Man spricht hier auch von den direkten Zitaten. Es wird ja alles genau Wort für Wort zitiert. Und eine zweite Form von Zitat wäre es, wenn man nur den Sinn einer Aussage zitiert. Das heißt, man schreibt es nicht wortwörtlich ab, sondern formuliert es ein bisschen um, man kürzt es, man versucht es zusammenzufassen. Und dann handelt es sich an und für sich um ein sinngemäßes, also um ein indirektes Zitat. In beiden Fällen muss man angeben, woher man den Inhalt dessen, was man dann in die eigene Arbeit hineinschreibt, wo man das her hat. Fangen wir an bei den wörtlichen Zitaten. Wörtliche Zitate werden in einer bestimmten Art und Weise gekennzeichnet, nämlich durch die doppelten Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt hier ein Anführungszeichen habe und hier, dann bedeutet es, dass das Zitat sich dazwischen dann letztlich befindet. Und hier haben wir eben ein Beispiel aus einer Schrift, aus einem Buch von Goethe. Und da in dem Fall aus Goethes Italienische Reise. Und ich habe das jetzt hier so angeführt. In einer kürzeren Form habe ich dieses Zitat hier gehalten. Goethe Italienische Reise, Rom, den 25. Januar 1787. Und jeder, der dieses Zitat liest, weiß, wenn er jetzt zum Originalbuch von Goethe eben greift, dass er eben dann ins Jahr 1787 schauen sollte und da den 25. Jänner, Januar sich dann anschauen sollte. Bei den wörtlichen Zitaten kann man noch weitere Varianten unterscheiden, also Möglichkeiten unterscheiden, dass man zum Beispiel hier jetzt wieder die Anführungszeichen hat. Man kann über einzelne Dinge vielleicht auslassen. Also wenn man meint, dass ein gesamter Text nicht zitiert werden muss, sondern ein Teil eines Textes, der dann hier weitergeht zum Beispiel, wenn es hier steht, wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein, dann würde jetzt hier mit diesem Auslassungszeichen, als Ecke, Klammer, Punkt, 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 Ecke, Klammer zu, würde das bedeuten, da würde jetzt im Original noch ein weiterer Text folgen und es geht dann hier so weiter. Das heißt, wenn man diese Ecke, Klammer, Punkt, 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 Ecke, Klammer zumacht, dann deutet das darauf hin, dass man einen Teil ausgelassen hat. Was noch von Bedeutung ist, dass dann hier ein Zitat im Zitat dann nicht so ausschaut, dass ich außen hier ein Anführungszeichen habe, ein doppeltes und hier ein doppeltes und dann noch einmal hier vielleicht. Weil hier wird ja gesagt, hierauf sagte der eine mit aller Erhebung, der an der fähig war, wie das jemand anderer in diesem Zitat zitiert, wir schließen diese Frau und so weiter, dass dann hier dieses Anführungszeichen, das Doppel-Anführungszeichen, das im Originaltext steht und hier auch steht, dass es durch ein einfaches ersetzt wird. Und so wird das dann ineinander verschachtelt. Also hier haben wir jetzt gelernt, wie man einen Text, der ausgelassen wird, dann gekennzeichnet wird und wie man diese Anführungszeichen bei einem Zitat in einem Zitat diese doppelten Anführungszeichen durch ein einfaches Anführungszeichen ersetzt. Dann muss man berücksichtigen, dass man bei einem Zitat, wenn man grammatikalische Veränderungen zum Beispiel vornimmt, dass man hier Veränderungen ebenfalls mit solchen eckigen Klammern kennzeichnen sollte. Also wenn man hier zum Beispiel ein ursprüngliches wörtliches Zitat hat und dann schauen wir uns die Veränderung an, dann könnte hier das ursprüngliche Zitat hier lauten: Heute habe ich abermals meinen Begriff von Venedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Und dann könnte man das zusammenfassen und dann sagen, Goethe meinte, er habe abermals seinen Begriff von Venedig erweitert, wenn man es hier vergleichen, steht noch meinen, seinen Begriff von Venedig erweitert, indem er sich einen Stadtplan besorgte. Ja, heißt ja nicht, indem ich mir den Plan verschaffte, sondern ich zitiere in diesem Fall hier, von der doppelten Anführungszeichen bis hierher, abermals gebe hier eine grammatikalische Veränderung letztlich an und formuliere dann hier mehr oder weniger selber weiter. Schreibe hier zum Beispiel nicht verschaffte, sondern besorgte. Und so kann ich dann auch Satzteile verwenden und die sogar im Zitat dann geringfügig zumindest grammatikalische Veränderungen dann angeben. Ja?
Das macht man in dieser Art und Weise, wird das gekennzeichnet. Dass eben derjenige, der dann deinen Text dann liest, auch weiß, aha, da wurde was verändert und was könnte denn da verändert worden sein. Dann geht es letztlich darum, dass man hier natürlich auch dann darauf schaut, dass man zusätzliche Informationen vielleicht einfügen muss, wenn sich jemand vielleicht nicht auskennen könnte, der dann dein Zitat lesen würde, ohne eben einen Zusatz dann zu bekommen. Hier steht zum Beispiel im Original: Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten und so weiter und so fort. Wenn man aber nicht weiß, von wem dieses Zitat stammt, also man einfach beginnen würde, ich, kann man hier Zusatzinformationen in eckigen Klammern Goethe angeben. Und hier besah mir die Stadt, da kann man als Zusatzinformation zum Beispiel Venedig eingeben. Und es ist immer wichtig, das zu kennzeichnen, dass derjenige, der dann deinen Text liest, nicht meint, dass ich Goethe dann zum Beispiel, der Goethe damals geschrieben hat, oder die Stadt Venedig, sondern dass tatsächlich immer nur das, dass man genau unterscheiden kann zwischen dem, was der Originalautor geschrieben hat und dem, was du dann hinzugefügt hast. Wenn ich im zitierten Originaltext zum Beispiel bestimmte Formatierungen sehe, ja, Fettdruck oder Kursiv, dann sollte man diese ebenfalls so hervorheben. Das heißt, wenn ich etwas zitiere, muss ich genau achten, wie wird das dort geschrieben? Wird dann zum Beispiel ein Wort in vollkommenen Großbuchstaben geschrieben oder wird eben etwas Italic bzw. Kursivschrift geschrieben? Das sollte man dann alles übernehmen. Hier wieder ein Beispiel. Ich habe hier zitiert aus einem Buch: Die logischen Operatoren oder auch boolsche Operatoren, das ist hier dann fett hervorgehoben. Ich habe es hier bei dir nochmal zusätzlich in Violett dann angegeben, nach G-Bool in dem Fall benannt, sprich boolsche Operatoren, werden Ihnen in fast jedem Programm einmal begegnen. Also hier ist es fett hervorgehoben und hier nochmal kursiv. Und das bedeutet, dass dann aber im Originaltext, wenn man in diesem Buch danach liest, hier auf Seite 24, dass es dann hier auch so zu finden ist. Wenn man etwas selber durch zum Beispiel Kursivschrift oder Fettschrift hervorheben möchte, muss man das nochmal extra machen. Also insofern extra machen, dass man noch einmal angibt, dass man das selber gemacht hat. Ja? Also wenn hier im Originaltext zum Beispiel steht: In dem Haus Farsetti ist eine kostbare Sammlung von Abgüssen der besten Antiken. Und ich hier dann selber mich entschließe, hier eine Kursivhervorhebung zu machen, muss ich das hier selber noch einmal in Klammer angeben, hervorgehoben durch den die Verfasserin. Ja? Denn im Originaltext, wenn man hier nachlesen würde, ist Facette nämlich nicht kursiv hervorgehoben. Man sieht also wieder, es soll immer deutlich gezeigt werden, was schreiben die Autorin, der Autor im Originaltext und was habe ich verändert, beziehungsweise was sollte hervorgehoben werden. Dann kommen wir sogar so weit hin, dass wenn im Originaltext Rechtschreibfehler vorkommen, dass man diese als solche auch anführen sollte und sie nicht selbstständig korrigieren sollte. Wenn man so eine Stelle findet, wo dann jemand etwas falsch schreibt, also recht grammatikalisch, rechtschreibmäßig falsch schreibt, dann muss man das hier mit diesem Hinweis, Physik, steht hier für das lateinische Wort so, beziehungsweise wirklich so, kennzeichnen. Dass nämlich derjenige, der dann deine Arbeit durchliest und diejenige natürlich auch, dann nicht davon ausgeht, dass du selber einen Rechtschreibfehler gemacht hast oder falsch abgeschrieben hättest, nämlich das Zitat, sondern dass tatsächlich es hier dann im Originaltext einen Fehler gibt. Also hier zum Beispiel aggressiv ist ja falsch geschrieben und Armaturenbrett ist ebenfalls falsch geschrieben und da müsste man das dann, wenn es im Originalzitat wirklich dann der Fall ist, müsste man es hier mit eckige Klammer sic, Rufzeichen, eckige Klammer zu, dann immer wieder kennzeichnen. Wenn man jetzt aus einer Fremdsprache etwas zitiert, und da gilt es vor allem für Texte, die nicht aus Englischen entsprechen, dann muss man in der Fußnote eine entsprechende Übersetzung angeben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Text selber schreibe und sie schreiben würde, der römische Dichter Horaz drücke seine Haltung gegenüber dem Gemeinwesen mit dem folgenden Ausspruch aus, dann folgt der lateinische Text und hier die Fußnote, also dieses angehobene, das hochgestellte 1 in dem Fall, dann sollte man hier zum Beispiel dann die Übersetzung geben: Süß und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu sterben. Damit man dann auch den lateinischen Originaltext dann als solchen dann auch verstehen kann. Es ist ja heute nicht mehr so, dass jeder jetzt zum Beispiel Latein versteht. Dasselbe gilt natürlich auch für französische Texte, spanische Texte und so weiter. Hier muss man dann die Übersetzung in der Fußnote angeben. Wörtliche Zitate
siebter Teil. Wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Zitat eines Zitates festlegen möchte, also wenn man irgendjemand anderen dann zum Beispiel in einem anderen Text draufkommt, dass das dass dieser Text ein sehr treffendes Zitat enthält, dann sollte man auch dann, wenn man den Ursprung des Zitats selber nicht finden kann, also wenn jemand eine bestimmte Person zitiert, zum Beispiel Nietzsche sagte das und das, dann sollte man schauen, dass man im Originaltext von Nietzsche, also nicht nur dort, wo ich jetzt dieses Zitat von Nietzsche gefunden habe, sollte ich wirklich den Originaltext versuchen zu finden und dann nach diesem Originaltext dann zitieren. Also nicht einfach nur die Fußnote abschreiben zum Beispiel. Wenn ich mir das aber nicht gelingt, dann muss ich hier nochmal angeben, zitiert nach, das ist hier die Abkürzung dafür, und das muss dann darauf hingewiesen werden. Also wenn ich hier zum Beispiel schreibe, Paul Tiepolo meinte in dieser Frage, zu Rom geht es jetzt auf eine und so weiter. Dann muss ich in der Fußnote hier zum Beispiel Paul Tiepolo, die werde ich hier zitiert nach Ranke Leopold von, die Päpste 1934, also 1834 müsste man dann hier richtig zitieren, wahrscheinlich den Text, bis 1836 auf Seite 222. Weil dort im Text von Leopold von Ranke, da findet man dieses Zitat, aber er gibt dann leider nicht weiter an, woher dieses Zitat von Tiepolo dann tatsächlich stammt. Also immer zum Original muss man schauen, dass man möglichst weit vorstößt, was die Zitate betrifft. Dann sollte man berücksichtigen, dass wenn ein Zitat eine längere Dauer an, also eine längeres Umfang dann annimmt, dann gibt es in Österreich, was die VWAs betrifft, also die vorwissenschaftlichen Arbeiten betrifft, die folgende Regelung: Wenn ein Zitat eine Länge auf 3 Zeilen betrifft, also wenn der Text hier dann 3 Zeilen dann umfasst, dann sollte man noch schauen, dass er ein bisschen hervorgehoben wird, dieser Text. Sollte es eingerückt werden, zum Beispiel um 1 cm, eine kleinere Schrift verwendet werden, also zum Beispiel die 10-Punkt-Schrift, nicht wie die Standardschrift von 12 Punkt. Und der Zeilenabstand wird dann auch geringer gehalten, nicht eineinhalb, wie es im normalen Text wäre oder für ein normales Kurzzitat, sondern sollte dann auf einem einzeiligen Zeilenabstand eingestellt werden. Das hat natürlich dann auch den Nutzen, dass dann ein Text nicht unnötig aufgebläht oder so in die Länge, also zu lang wird, wenn man dann zu häufig zitiert. Also hier sieht man schon den Unterschied zwischen einem kurzen Zitat und einem längeren Zitat. Dann sind wir jetzt bei der zweiten Form eines Zitats, nämlich dem sinngemäßen Zitat. Da werden eben nicht eins zu eins oder wortwörtlich zitiert, sondern man paraphrasiert, habe ich jetzt hier hingeschrieben. Man gibt also nur sinngemäß wieder, was jemand dann zum Beispiel sagt. Man fasst es zusammen, man kürzt es zum Beispiel. Ein Beispiel wäre hierfür dann herunten, diese Ausführung, die ich hier gegeben habe. So sage ich zum Beispiel: In seinem Buch Der kleine ADHS-Therapeut verweist Johannes Wilkes auf die Beobachtung vieler Pädagogen, das Kind und so weiter und so fort. So hier habe ich zusammengefasst, was der Autor in einem Teilkapitel selber dann geschrieben hat. Wichtig ist aber, dass ich hier dann auch wieder den Verweis mache, worauf ich mich hier beziehe. Und da ist hier dieses Schlüsselwort, diese Formulierung VGL ganz wichtig. VGL Punkt steht hier für Vergleiche. Also Vergleiche Wilkes, der kleine ADHS-Therapeut, Seite 72 bis 73. Also wenn jemand im Original das dann nachlesen möchte, sich noch weiter informieren möchte, kann er sich dieses Buch hier beschaffen und kann dann auf den Seiten 72 bis 73 hier nochmal genauer nachlesen. Dann sind wir bei den Angaben im Literaturverzeichnis. Wesentlich ist ja, was wir hier gerade besprochen haben vorhin mit dem Zitieren, war, dass man innerhalb einer Arbeit, zum Beispiel einer Fußnote oder einer Endnote, hier diese Angaben dann macht. Jetzt sind wir im Literaturverzeichnis, wo also vollständige Angaben zu der Literatur notwendig sind. Und diese vollständigen Angaben im Literaturverzeichnis, also in dem die gesamte Literatur, die man dann gelesen hat und die man eingebunden hat in die eigene Arbeit, dort sollte sie angeführt werden, ist in der Regel am Ende der Arbeit eingefügt oder auch vielleicht am Ende bei größeren Werken, am Ende eines Kapitels, bei uns am Ende der Arbeit. Wenn wir Printmedien zitieren wollen, also etwas, was wir ausgedruckt vorgefunden haben, dann kann man das im Literaturverzeichnis in der Form machen, dass man hier die Autorin, den Autor anführt oder die Herausgeberin oder den Herausgeber. Dann den Titel, den Untertitel, die Auflage, also wie oft ein Buch jetzt eben erschienen ist, den Verlagsort, also in welchem Ort dieser Verlag, der dieses Buch herausgegeben hat, eben seinen Sitz hat, und den Namen des Verlages, das Erscheinungsjahr. Falls es zum Beispiel eine Reihe von Büchern gibt, die zu einer bestimmten Reihe dazugehören, könnte man auch hier die Reihennummer angeben.
wir Beispiele. Also hier zum Beispiel Wilkes Johannes, der kleine ADS-Therapeut, ist der Titel des Buches. Der Untertitel ist illustriert von Norbert Pautner. Dann der Verlagsort wäre München und das ist dann der Name des Verlages, Deutscher Taschenbuchverlag. Und hier ist dann das Jahr 2009. In diesem Jahr ist dieses Buch erschienen. Hier ein ähnliches Beispiel, Schulzen-Hake, Staat und Nation der europäischen Geschichte. München ist der Verlagsort, dann der Verlag ist Beck, 1994. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel für eine Reihe, die wir hier gehabt haben. Die heißt eben Europa bauen. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Büchern, die dieser Verlag herausgegeben hat, die sich im weitesten Sinne mit der Geschichte Europas dann beschäftigen. Hier noch ein ähnliches Beispiel, wieder für ein Buch, der Ort ist Hanisch Ernst. Und hier wiederum der Verlagsort, in dem Fall Wien, Überreuter Verlag 1994. Und hier ist die Reihe Österreichische Geschichte. Hier haben wir einen Unterschied dazu, einen sogenannten Herausgeber, Josef Heinz. Synopse zum Münchner Neuen Testament für das Kollegium Biblicum München, eingetragener Verein. Düsseldorf ist der Verlagsort, der Verlag ist Patmos und das Jahr 1991. Was ist ein Herausgeber? Ein Herausgeber ist zum Beispiel jemand, der mehrere Autorinnen und Autoren zusammenfindet oder mehrere Autoren wenden sich an diesen Herausgeber und sagen dann, wir wollen ein Buch zu einem bestimmten Thema schreiben. Und dieser Josef Heinz hat eben dann diese Arbeit an diesem Buch dann koordiniert. Jeder Autor und Autor hat seinen Beitrag geleistet und das Buch enthält also Aufsätze, Texte von mehreren Autoren. Also dieser Josef Heinz hat nicht das gesamte Buch geschrieben, sondern ist nur der Herausgeber. Er ist dafür verantwortlich, im weitesten Sinne für dieses Buch. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dass ja ein Buch tatsächlich von drei Verfassern geschrieben werden könnte. Und bei drei Verfassern kann man tatsächlich noch alle anführen, alle Autoren. Wenn es einmal mehr als drei Autoren in einem Buch gibt, dann wird man in der Regel nur den ersten Autor zum Beispiel anführen, mit aber einem Zusatzhinweis. In dem Fall hier wäre zum Beispiel einer dieser Autoren, Meyer-Raimund, unter anderem muss dann angeführt werden und dann hier zum Beispiel der Buchtitel, dann wieder der Verlagsort, dann der Name des Verlags und das Erscheinungsjahr. Wenn man jetzt eine Zeitschrift hat, das heißt, man findet eine Zeitschrift und da gibt es einen spannenden Artikel, den man dann auch gelesen hat oder eingebaut hat in die Arbeit, dann darf man hier dieses Schlüsselwort in Doppelpunkt nicht vergessen. Dann würde es zum Beispiel so schauen, dass wir einen Autor hätten, Familienname Holger, Peters, Doppelpunkt, dann der Titel des Artikels, in Doppelpunkt und dann kommt dann hier diese Zeitschrift, ja, die dann diesen Artikel beinhaltet hat. Wenn man es ein bisschen aufschlüsselt, dann hat diese Zeitschrift zum Beispiel der Alfred Weidmann herausgegeben. Die Zeitschrift heißt Die letzten 500 Jahre, erschien im Jahr 2010, der fünfte Jahrgang, also die Zeitung gibt es jetzt schon 5 Jahre lang, und Heft Nummer 3 und dann hier die genaue Seitenanzahl. Wenn es dann Sammelbände gibt, dann kann man ebenfalls dann mit dem In-Doppelpunkt vorgehen, das wäre dann hier ähnlich, wie wir es dann bei der Zeitschrift gehabt haben. Hier aber dann ein Buch, das eben mehrere Artikel beinhaltet, Hoffen und Sonne, zum Beispiel Programmieren in PHP, mit PHP, in, das ist dann die Herausgeberin, da kann es auch mehrere Herausgeber geben, dieses Sammelbandes, Programmieren leicht gemacht, Punkt, dann der Verlagsort, dann der Verlag und dann das Jahr und dann hier die Seitenanzahl. Also hier wichtig ist in, sich zu merken, wenn man Artikel aus einzelnen Büchern zitiert, wo es auch mehrere Autoren gibt, und dann hier dann die Verfasser, wenn sie eben dann mehr als drei sind, dass man hier unter anderem noch einführt. Dann sind wir bei einer Möglichkeit des Zitierens, die heute ja immer wichtiger wird, wenn man nämlich Webseiten zitiert, die man davor gefunden hat. Also man recherchiert dann über eine Suchmaschine und kommt dann zu bestimmten Webseiten und möchte dann Inhalte verwenden. Dann ist es einmal wesentlich, dass man hier natürlich angibt die Internetadresse und das Datum des Zugriffs. Webseiten verändern sich ja in der Regel immer wieder, dass man dann genau angeben kann, wann man eben auf diese Internetseite dann zugegriffen hat. Es würde sich immer empfehlen, diese Webseite zum Teil abzuspeichern und dann auch beweisen zu können, dass man tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch diese Webseite dann wirklich genau den Inhalt gehabt hat, auf den man dann verweist in der eigenen Arbeit. Das wäre hier zum Beispiel Familienname Albrecht, Vorname Werner, Der weite Weg in den Westen. 2013 ist dieser Artikel erschienen. Wenn man es noch genauer hat an Daten, dann kann man das natürlich auch anführen. Dann die URL, das ist diese Internetadresse, wird dann angegeben.
Und dann der Zeitpunkt des Zugriffs. Also man hätte hier zum Beispiel am 12. März 2013 haben hier dann darauf zugegriffen, auf diese Webseite, die man hier zitiert hat. Bei PDF-Dokumenten, das heißt, wenn jemand ein PDF-Dokument heraufgeladen hat oder auch ein anderes Textverarbeitungsdokument, wo man sich das dann anschaut, dann gibt es hier noch den Zusatzhinweis als Download. Und wiederum, weil sich hier mein Online, also ein Wissen, das man sich eben online übers Internet eben dann verschafft hat, muss man die URL angeben und das Datum des Zugriffs. Das wäre hier das Beispiel Kampf, ist der Familienname Dörte. Wann wird es Frühling? 28.03.2013. Ja, als Download muss man dann angeben, dann die Internetadresse und dann der Zugriff, wann man auf diesen Artikel dann eben sich das dann angeschaut hat. Hier, wie ich das hier mir jetzt genau anschaue, beim Besprechen der Unterlagen, da würde dann der Verdacht eines Plagiats dann auftauchen. Wenn man angibt, dass der 28.03.2013 dann eben dieses Dokument erstellt wurde, war aber schon am 12.03.2013 darauf zugegriffen hat, dann klingt es nicht sehr glaubhaft. Also du siehst, in diesem Fall habe ich diese Literaturangabe dann erfunden. Dann sind wir bei Audios, Videos. Man möchte auch in Arbeiten und Umständen Audios oder Videos zitieren bzw. dann Informationen eben dann daraus entnehmen, und da sollte man das natürlich oder muss man das auch in der Arbeit dann anführen. Und da geht es eben dann darum, dass man ebenfalls wieder als Download dann angibt, wieder die URL, und dass man dann noch zusätzlich dann den Medientyp in einer eckigen Klammer angibt. Das wäre hier dann zum Beispiel, wenn man ein YouTube-Video zitieren würde, dann könnte man hier den Hersteller des Videos anführen, ob jetzt Markus zum Beispiel. Doppelpunkt, dann der Titel dieses Videos. Dann gibt man hier in diesen eckigen Klammern dann an, welche Art von Medien, der Medientyp, das wäre in dem Fall ein Video, entstanden im Jahr 2011 als Download, und dann hier ein Verweis auf die Internetadresse. In dem Fall ist es hier eine Internetadresse per YouTube selber, und wann man darauf zugegriffen hat. Wenn man Videos auf DVD zum Beispiel hat oder Blu-ray, je nachdem, muss man wiederum immer diesen Medientyp in eckiger Klammer angeben. Also wenn man hier zum Beispiel ein Video hätte von Familiennamen Amotov Bianca, und das Video würde heißen Das Leben von damals, und es wäre auf einer DVD, dann würde man hier das in eckige Klammer angeben und dann wieder das Erscheinungsjahr. Wenn man jetzt selber Interviews aufzeichnet, also jemanden interviewt, das Ganze dann aufnimmt und zum Beispiel auf einer Audiokassette speichert oder als MP3-Datei, muss man wiederum hier dann in eckige Klammer den Medientyp dann angeben. Bei einem Interview empfiehlt es sich dann wiederum zu sagen, wen man interviewt hat. Persönliches Interview geführt vom Verfasser oder eben Verfasserin, je nachdem, und wann dieses Interview durchgeführt wurde letztlich. Und damit sind wir schon am Ende meiner Hilfestellungen, wie man jetzt richtig zitiert. Und ich hoffe, dass dir diese Schritte geholfen haben. Falls es kompliziert gewesen sein sollte, was in der Natur der Sache liegt, würde ich dir noch einmal empfehlen, ich gehe nochmal zum Anfang, dass du dir diese Präsentation herunterladest unter www.vba-wir-lernen.at bzw. www.vba-wir-lernen.at. Da kannst du diese Präsentation herunterladen und oder das Video eben nochmal schrittweise dir anzuschauen. Und dann bleibt mir dir viel Erfolg und viel Spaß beim Erstellen deiner vorwissenschaftlichen Arbeit zu wünschen.